Passai, dai! Details, Bassai Dai. Die ersten drei Kombinationen. So, wir starten so, dass die Faust in Höhe vom Gürtel ungefähr ist. Und die erste Bewegung sind 1,5 Schritte. Das heißt, nicht nach vorne springen, sondern durch die Streckung vom linken Bein die Energie nach vorne schicken. Beugen und weit nach vorne. Nummer 1. Der Block ist hier vorne. Als zweites die Hüftdynamik von der linken Hüfte. Und Chiappu Uchiuki, es stößt die rechte Hüfte nach vorne. Der Block, Sotoki und die Hüfte Uchiuki. Wenn ich mich umdrehe, zeige ich die Bewegung nochmal. Block. Sotoki, ich muss hier meinen Körper schützen, so weit. Und Uchiuki. Der nächste Block von hier. Jetzt wichtig: eine Bewegung, die Technik heißt Sukuyuki, also den Fuß aufnehmen und ausheben. Gleichzeitig Gewicht nach hinten. Block. Hoch und Sotoki. Chiappucci. Jetzt das Aufstehen in einer Zeit. Dabei die linke Schulter etwas weiter nach vorne, weil ich den Gegner aufhalten muss mit der Handkante und die Handkante nach vorne. Zuki aus der rechten Hüfte. Ausholbewegung. Und jetzt startet als erstes die Hüfte. Der linke Fuß bleibt eher gerade. Also leicht nach vorne, nicht zur Seite. Nächste, erst aufstehen, Zug aus der Hüfte, ausholen, also nicht vorher die Hüfte abdrehen und wieder mit der linken Hüfte schlagen. Der Ellbogen zeigt nach unten, das Handgelenk wird scharf eingedreht. Somit muss das eine Linie sein. Ellbogen, Hüftknochen, Schulter. Ich zeige dieselbe Situation nochmal von der anderen Seite, von hier. Der nächste Teil ist ein sehr charakteristischer Teil, Tsukamyuki, also greifen, und der Gedan Yogogiri. Ja, ich zeige es also bei der Ausholbewegung, muss der Arm fest am Körper sein und der vordere Fuß darf maximal ein paar Zentimeter übersetzen oder sogar auf der Linie bleiben, je nach Körperdynamik. Direkt, Hüfte vor. Entscheidend bei dieser Bewegung, ich zeige es nochmal, es bewegt sich nicht der Arm, sondern die Hüfte. Bis hierher den Arm vergreifen, greifen und jetzt kommt nur die Hüfte. Es bewegt sich nicht der Arm. Und als nächstes eine Bewegung,
das Knie hoch und den Juckel geben. Zeig nochmal nach vorne. Übersetzen ganz leicht und die Hüfte. Ja! So, beim nächsten Teil kommt es besonders darauf an, dass die Harmonie zwischen Arm und Füße passt. Als erstes ranziehen mit den Armen und Füßen gleichzeitig bis zur Mitte und dann zusammen hoch. Zeig das Ganze in einer Zeit. Nächste Bewegung aus dem Bauchmuskel. Leicht öffnen. Hasamyuki. Dabei den Schritt maximal eine Dreiviertel Schrittlänge. Und jetzt nachrutschen. Anspannen. Die rechte Körperseite für den Tsuki. Nächste Uchikomi. Und beim Aufstehen erst Gewicht zurück. Abwehren. Dann aufstehen. Dieselbe Bewegung nochmal von vorne. Achtet auf das Timing. Oberkörper aufrecht halten. Und hier die Achselhülle richtig anspannen. Den Schlag, der geht in die Nieren, also die Unterarme parallel. Hasamyuki. Ja, also nicht zu eng, nicht zu breit. Wir brauchen eine volle Spannung im Körper, um von hier weg die nächste Technik ohne Außenbewegung einen Zug machen zu können. Nächste Bewegung von hier. Als erstes die Füße bewegen. Fuß aufmachen. Rechtes Knie hoch, der rechte Arm bleibt oben. Knie bleibt. Der Fuß geht und jetzt kommt der Arm. Anschließend ausholen in einer Zeit. Kenkuki. Wichtig ist dabei die Spannung von den Füßen und Hikiti. Der nächste Teil ebenfalls wieder. Erst den Fuß. Mikatsuki Kiri ist der Bauchmuskel. Rücken gerade. Hikite. Aufsetzen. Enki. Aus der Hüfte. Erste Bewegung ist jetzt Gedan Tsuki. Also Muskulatur unterm Arm anspannen. Tsuki gerade in die Leiste. Zweite Technik ist Uketsuki. Uketsuki ist leicht nach außen. Und dritte Technik ist wieder Tsuki. Ja. Und die letzte Bewegung, Yamatsuki, auf der Linie bleiben, leichte Vorlage und der Unterarm zeigt Richtung Rippe, der obere Arm genau unter die Nase. Ich zeige den Yamatsuki nochmal von vorne, damit ihr das auch versteht. Yamatsuki besteht aus zwei Techniken. Zum einen aus Agetsuki, also Agetsuki ist wie Agyuki und Tsuki, also ist zum Schluss nur das Drehen vom Arm nach vorne, das hier, also genauso stehen wie Agyuki. Dann wird der Arm gedreht, der Körper gedreht und die zweite Technik ist Uratsuki. Also Uratsuki und Agyuki, das ist Yamatsuki, Bergstellung. Der Kopf muss genau zwischen den Armen sein, ja, und die Stellung auf einer Linie und leichte, ganz leichte Vorlage. Die nächste Situation, ich zeige nach dem zweiten Yamatsuki das Aufstehen und dann den dritten Yamatsuki dazu. Auf und jetzt nur das Knie leicht nach vorne, Schulter unten lassen, aus dem Bauchmuskel. Wichtig dabei, wie ich vorhin betont habe, der linke Arm geht nach oben vorne und der rechte Arm geht nach vorne herziehen und Uratsuki. Beim nächsten Teil, ich zeige es in zwei Richtungen, nach dem Yamatsuki die Wendung. Nummer 1, Fuß und rechter Arm. Den Fuß ranziehen und der rechte Arm holt aus. Der Blick ist vorne beim Gegner. Jetzt kommt Tsukuyuki im Kiba-Dachi. Als nächstes weiterdrehen in Sochin-Dachi, ich nehme den Arm auf. Und als drittes Senkutsu-Dachi und ich schmeiße den Fuß nach unten, aus dem Repo. Zweites dasselbe.
Der Blick ist leicht schräg nach vorne, wo der Fuß hinfällt. Dann zeige ich es nochmal von der Seite. Und hier, achtet auf die Füße. Bunkai Basedai. Die erste Technik ist ja eigentlich die charakteristische Bewegung, die Burg stürmen. Je nach Erfahrungsgrad des Anwenders entweder reingehen oder weggehen. Ich zeige drei Variationen. Die Ausgangsposition ist nicht wie bei der Basedai, sondern leicht versetzt. Ja? Aber die Haltung bleibt. So, bei der ersten Bewegung gehe ich rein. Es ist relativ katanahe. Wenn der Kiapo zu kommt, rein. Die Stellung soll ich stabil halten. Dann Tsugi oder von hier Kisame-Tsugi und dann Ura-Tsugi. Nummer 2, genau dieselbe Situation. Der Gegner greift an, Oi-Tsugi Chudan. Jetzt gehe ich rückwärts. Nehme den Arm an, übernehme, fassen, hier. Oder hier Ura-Tsugi. Das spielt keine Rolle. Aber das ist hier der Block. Morotyuki. Und als letzte Bewegung ist eher für die Oberstufe gedacht, das ist Sen. Oder Taino-Sen. Wenn der Gegner startet, also von hier, geh vor ins Ziel. Also direkt ohne Umwege ins Ziel mit dieser Bewegung. Die linke Hand ist der Block gegen Tsugi, die rechte Hand geht direkt unter das Kinn. Die dritte Technik in der Kata, ich zeige es als erstes, wie es in der Kata ausschaut. Soto-Uki, Uchi-Uki. Der Angreifer greift auf meine schwächste Stelle an, das ist der Rücken. In der Bunke habe ich immer Blickkontakt. Als erstes nehme ich den Arm an, übernehme. Jetzt kommt der zweite Arm. Uchi-Uki geht deswegen die Hüfte und sofort Kisame-Tsugi, um diesen Arm auszuschalten und Kyapo-Tsugi. Also ganz wichtig nach der zweiten Technik ist die direkte Bewegung von Uchi-Uki in Kisame-Tsugi. Das hier. Und dann kommt der Kyapo-Tsugi. Die nächste Bewegung zeige ich als erstes in der Kata. Sukuyuki, Sotoki, Yakuchiuki. Wieder zwei Möglichkeiten. Einmal weggehen, einmal reingehen. Die sicherste ist, die erste Bewegung ist das Reingehen. Sukuyuki heißt wegschaufeln. Der Meigen kommt. Großer Block, ich gehe weg. Somit muss der neu aufbauen. Jetzt kommt nicht klar hinein, kommt Oizuki, Yakuchiuki. Sotoki, Uchiki, Kisame, Kyapo-Tsugi. Nochmal langsam, Sotoki, blocken, Uchikomi, Uchiuki, Kyapo-Tsugi, Hüfte weg. Und jetzt ist die Hüfte geöffnet, also die ist weg, für Kisame-Tsugi, Kyapo-Tsugi. Nummer 2. Jetzt kommt die Bewegung, die auch direkt in der Kata vorkommt, in den Gegner reingehen. Wenn der Gegner startet, rein, halten. Jetzt setze ich den rechten Fuß hinter den Fuß vom anderen, drehen und Uraki. Ja, das Schmeißen dieser Sotoki und Uchikomi ist der Wurf. Die nächste Bewegung, ich zeige es, erst in der Kata, Tateshuto, Tsugi, Kyaku Uchiuki. Tsugi, Kyaku Uchiuki. Nach der Kata, bei der Kata sieht man nur den letzten Uchiuki, diesen Kyaku Uchiuki sieht man nicht mehr. Ja, das war zusätzlich Abschluss von der Technik. Die nächste Bewegung ist auch sehr schwierig zum Umsetzen, aber es ist wichtig, die Hüfte zu Kamiuki und die Hüfte mit Yokugen. Für den Yokugen gibt es drei verschiedene Möglichkeiten und auch für die Anwendung. Ich zeige drei verschiedene. Nummer 1, die einfachste Bewegung. Shuto, jetzt gehe ich außerhalb des Armes und den Yokugen gehe ich hier ins Knie. Den Arm ziehe ich her.
Nummer 1. Das ist am nächsten an der Kata. Nummer 2. Selber Augenblick. Ich halte den Arm hier, ich greife hinten durch. Jetzt kommt ein Hebel, ich fasse den Ellbogen und wenn das Knie hochgeht, gehe ich nach vorne, hier mit dem Arm und hier ins Knie rein. Somit knickt er ab. Und Nummer 3, Doppelangriff, Shudoku, fassen wie in der Kata. Und jetzt, das ist diese 45 Grad Drehung, dieses Kyabuhami. Und jetzt setze ich hinten rein in den Fuß und schmeiße ihn. Aber es ist gefährlich fürs Knie. Aber er kann mit dem anderen Arm nichts machen. Ja, das ist diese Bewegung. Bei der nächsten Bewegung, Morote Agyuke, Hizagiri, Hasamiuke in die Nieren und Tsuki. Bewegung, der Gegner möchte mich fassen. Hoch. Das nächste ist Kick. Das ist Knie hoch. Jetzt die Arme auseinander, ins Gesicht und Tsuki. Am besten ist ins Gesicht oder am Körper wegdrücken, je nach Größe vom Gegner. Wichtig ist dieser Block seitlich in die Nieren und dann sofort aufgehen mit Tsuki. Okay? Nächste Bewegung, Uchikomi, aufstehen, Gedanbare. Also in der Kata stehe ich in die Richtung, in der Bunker stehe ich vorwärts. Gegner greift an, Uchiki Chodan, ich gehe rein. Er blockt mich, ich schlage den Arm weg, stehe auf. Maigiri kommt, ich gehe rein und empty. Ja? In der Kata habe ich den Fuß hier oben. Das kann man machen, wenn er mit dem anderen Fuß angreift. Ja, wenn ich hier stehe. Dann schlage ich ihn weg und gehe dann mal rein. Das ist, wenn er links oder rechts angreift. Die nächste Bewegung. Kaitoki. Mika Tsuki Giri. Empi. Geh dann Tsuki. Uke Tsuki. Geh dann Tsuki. Und Yama Tsuki. Langsam. Ist wichtig. Jetzt muss ich den Gegner kontrollieren können. Mit der ersten Technik greift er an, blockt und sofort in die Augen. Somit ist der linke Arm ausgeschaltet. Jetzt gleichzeitig fassen, schlagen, egal entweder in die Innenseite vom Oberschenkel oder Leiste und empty. Und als erstes kommt schon ein Tsuki. Gegner weicht zurück, das war der erste Tsuki. Jetzt kommt Maigiri, Uke Tsuki. Block und in die Oberschenkel rein und Yama Tsuki. Als nächstes zeigen wir den letzten Yamatsuki und die Wendung dazu. Ja. Die Wendung kann ich entweder als Wurf machen, also in Verbindung mit dem Yamatsuki, oder separat. Wir zeigen beide Versionen. Nummer 1, wenn der Gegner angreift mit Oizuki Chodan, jetzt kommt mein Agetsuki. Ja, ich gehe direkt in den Gegner rein und die Nase hier unten. Ja, jetzt fasse ich den Arm, das ist der Block, der Schlag, dann drücke ich nach unten und berühre den Gegner. Das ist dann die Bewegung auf Punkte. Nummer 2, kannst du hier? In der Kata ist vom Yamatsuki, ich drehe mich um. Jetzt kommt der Maigiri. Ich nehme den Fuß an, ziehe noch hoch, schlagen weg und dann Kyabutsuki. Also nach dem Block dreht der Gegner den Rücken zu mir. Somit muss ich ihn kontrollieren und ich reiße ihn nach hinten und schlage hier. Das ist Kontrolle vom Gegner. Die letzte Situation ist der letzte. Der Shudoku nach dem Aufstehen, also nach dem Vorwärtsgehen, von hier. Das Wegdrücken des Gegners. Und die letzte Technik, Shudoku. So, der Unterschied ist jetzt, in der Kata fasse ich mit einem Arm. In der Anwendung ist es immer besser, den anderen Arm zur Unterstützung. Der Block ist Shudoku. Wenn ich den Gegner fasse, fasse ich hier mit beiden Armen, ziehe, gebe ihm einen Impuls. In der Kata steht man so. Die letzte Bewegung ist vom Timing. Ich lade ihn ein, die Einladung ist hier oder hier. Ich gehe mit dem rechten Fuß ran, er soll nicht sehen, dass ich mich annähere. Gehe ran und wenn er angreift, gehe ich rein
Ja, das ist die letzte Technik zum Hals. Ich block direkt und kann hier schrauben. Die letzte Technik alleine ist Hitch, Knee. Also die Ausholbewegung und der andere Arm geht mit. Also direkt in den Gegner rein.